Ja, hallo zu einem Video über das Anforderungsmanagement bei der Auswahl von Redakteursystemen, also von einem Content-Management-System. Und das Video verfolgt zwei Absichten. Einmal so ein bisschen Hilfestellung, wenn man selber sich mit dem Thema auseinandersetzt und sagt, ich möchte jetzt ein Redakteursystem aufsetzen oder eins auswählen, worauf muss ich achten? Und zum anderen als Übung für Anforderungsmanagement an sich. Weil mir aufgefallen ist, als ich mit den Kollegen das besprochen habe, dass das manchmal nicht so ganz klar war, ja, wie man eigentlich gute Anforderungen definiert. Gibt es ja ganz viele Bücher zu, auch ganz viel online. Und ich will es einfach jetzt im konkreten Beispiel zeigen, wo dann auch ein bisschen so Probleme da waren. Das allererste, was man beim Anforderungsmanagement wissen sollte, ist, ja, man unterscheidet in der Regel nach funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen. Außerdem gibt es noch solche Rahmenbedingungen, auch Constraints im Englischen genannt. Und das sehen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele für an. Für, wie gesagt, ein Redakteursystem, ein CMS-System, wie beispielsweise Typo 3 oder WordPress. Hier haben wir eine lange Liste gemacht. Was heißt lang? Es ist nicht so lang. Aber man kann auch nicht wirklich alles, weil es wird dann irgendwann schwierig, überhaupt ein System zu finden, was allen Anforderungen entspricht. Das hat auch den Grund, warum wir mit Prioritäten arbeiten. Also es gibt die Must-Haves, die Could-Haves und die Should-Haves, also von der Priorität quasi Must-Have. Wenn ein Punkt hiervon nicht erfüllt sein soll, egal ob funktional oder nicht funktional, fliegt das System raus, kommt nicht in Frage. Should, da wird es wahrscheinlich dann schon losgehen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und sollte dann mehrere Systeme übrig bleiben, ist so quasi dieses Could, wo man sagt, okay, jetzt schauen wir mal, so dieses Nice to Have quasi, ja, wer uns da am meisten bietet. Und ich mache das gerne persönlich so, dass wir diese einzelnen Anforderungen bewerten in fünf Stufen, fünf Noten. Ich mache doppelt, das ist natürlich blöd in Excel. Quasi doppelt Plus, dann gibt es ein einfaches Plus, dann gibt es eine Null für neutral. Ja, also doppelt Plus ist quasi so ideal. Plus ist gut, 0 neutral, Minus und Minus Minus erklärt sich dann von selbst. Das heißt, für jedes System, was auf unserer Liste steht, wo wir evaluieren, das wir evaluieren, bekommt quasi jede Anforderung so eine Bewertung. Und jetzt schauen wir uns mal diese Kriterien an, beziehungsweise diese Anforderungen. Ich habe hier mal eine kleine Pivot-Tabelle gemacht. Persönlich bin ich ja eher der Fan von Mindmaps. Der Kollege hat es mit Excel gemacht. Dann schauen wir uns das mal hier drin an. Fangen wir mit den Funktionalen an. Funktional bedeutet in der Regel immer, man sollte sich diejenigen, die das System betreuen, also in der Regel aus dem Marketing welche, mit dazu holen und mit denen sprechen. Und idealerweise hat man eh schon so ein System im Einsatz und kann dann Erfahrungen einfließen lassen. Ansonsten wird es schwer. Da könnt ihr jetzt eben auf dieses Video zurückgreifen, um mal ein paar Ideen mitzunehmen. Und bei Must-Have haben wir jetzt beispielsweise unter Funktional die Kategorie Mehrsprachigkeit. Wir haben das Ganze noch in Kategorien eingeordnet, dass wir das so ein bisschen ja, feiner analysieren können. So, Mehrsprachigkeit. Wir haben mehrere funktionale Anforderungen in der Kategorie Mehrsprachigkeit, aber das ist die einzige, die ein Must-Have ist, wenn es um die Systemauswahl oder um diese CMS-Auswahl geht. Und zwar ist das Seiteninhalt, lassen sich in andere Sprachen übersetzen. Das ist insofern eine gute Anforderung, als dass quasi der feingranulare Ansatz weiter unten kommt. Das sehen wir jetzt gleich. Für sich allein wäre die Anforderung nicht so gut, weil man das ja, nicht fassen kann, ist eigentlich schwierig zu bewerten, weil wahrscheinlich fast alle Systeme das anbieten. Mit dieser Anforderung haben wir quasi nur mal die ausgeschlossen, die überhaupt in Frage kommen können, weil sie keine Mehrsprachigkeit Support bieten. Ja. Weiß gar nicht, ob es in der heutigen Welt überhaupt noch solche gibt, vielleicht ein paar alte. Aber das haben wir eigentlich relativ schnell geprüft, ob quasi das System diese Mehrsprachigkeit bietet. Dann schauen wir Mehrsprachigkeit bei den Should-Haves. Ich kann mir anzeigen lassen, an welchen Stellen sich deutsche Inhalte geändert haben. Also, oder sagen wir mal, diese Primärsprache. Und dass die Redakteure pflegen jetzt wieder, also es gibt ja Redakteure dann für mehrere Sprachen. Wir lassen es zum Beispiel vom Übersetzungsbüro machen. Und dann muss man ja prüfen können, ja, hat vielleicht in der Zwischenzeit jemand noch was an dem deutschen Originaltext geändert und wurde seither die Übersetzung nicht nachgezogen. Also das wäre so ein Should-Have, was wir uns vorstellen, dass das System bietet. Noch nicht übersetzte Inhalte sollen sich einfach finden lassen, dass ich als Übersetzer, ja, sagen wir mal fürs Englische, dass man das Redakteursbüro dran setzen kann, das Übersetzungsbüro, Entschuldigung, dran setzen kann.
und sagt, übersetzt mal bitte alles, was noch nicht übersetzt wurde. Ja? Und dann können die einmal in der Woche quasi aufrufen, sehen, okay, diese drei Inhalte, diese drei Seiten wurden noch nicht übersetzt. Und dann, das ist natürlich wichtig, dass man möglichst schnell zum Beispiel die deutschen Inhalte veröffentlichen kann. Und soll pro Sprache und Seite sollen Inhalte separat freigegeben werden können. Dadurch haben wir jetzt im Prinzip diese Mehrsprachigkeit in unterschiedlichen Anforderungen aufgeteilt. Es wird auch notwendig sein, weil Mehrsprachigkeit wird, wie gesagt, werden die meisten Systeme bieten und sie unterscheiden sich dann so in diesen für uns auf jeden Fall Should-Have-Kriterien. Und deswegen war das wichtig, dass man da einfach mehrere Sachen draus macht und diese auch konkret benennt. Ja, das kann ich jetzt sehr einfach validieren, ob das System, das ich jetzt quasi evaluiere, ob das das kann. Ursprünglich hatte der Kollege einfach nur geschrieben, soll die Mehrsprachigkeit möglichst einfach unterstützen. Ja, dieses möglichst einfach, das wird man im Prinzip so nicht prüfen können. Ja, was ist einfach? Das heißt, für die Anforderung muss eben was Quantifizierbares dabei sein, damit man sagt, okay, die Anforderung ist erfüllt oder nicht erfüllt. Also das ist eigentlich das größte Problem bei gutem Anforderungsmanagement, dass man das so formuliert, dass man es das eben auch greifen und tatsächlich objektiv bewerten kann. Dann haben wir noch Mehrsprachigkeit in den nicht-funktionalen. Ich schaue mal ganz kurz. Nein, sieht nicht so aus. Dann haben wir das Thema Mehrsprachigkeit abgehakt. Dann gehen wir auf Usability. Hier sieht man, die meisten Sachen, die für uns Must-Haves im Bereich funktionaler Anforderungen sind, sind tatsächlich aus dem Usability. Logischerweise, weil beim Redakteursystem geht es ja primär um die Redakteure, die damit arbeiten müssen. So, das heißt, wir haben als erstes mal, das System bringt eine Rollenverteilung mit sich, die mindestens zwischen Admin und Redakteuren unterscheidet. Auch hier haben wir noch ein, das ist ein Must-Have, auch das haben wir noch erweitert. Da kommen wir später zu. Das war aber mal das Primäre, ja, dass unser Entwickler, oder auch wir haben noch ein paar andere Admins, aber primär der Entwickler eigentlich, dass der eben Vollzugriff hat und Redakteure können quasi nur Inhalte erzeugen und veröffentlichen. Zu dem weiteren Punkt kommen wir gleich. Dann eine Seite mit drei Unterseiten lässt sich mit Bild und Text und verlinkter PDF als Inhalt in weniger als 15 Minuten erstellen und, was haben wir hier geschrieben, und veröffentlichen. Ja, das ist auch so ein guter Gradmesser, wo man sagt, jetzt setzen wir einfach mal einen Redakteur dran. Also wir haben aktuell Typo 3 CMS im Einsatz, in Version 4.5. Und jetzt zum Beispiel WordPress oder Typo 3 Neos oder wie sie auch alle heißen, dass man sagt, okay, für uns ist der Gradmesser im Prinzip, dass man einen Redakteur, der sich schon ein bisschen mit CMS-Systemen eben in Form von Typo 3 CMS 4.5 auskennt, dass man den dran setzt und guckt, ist so eine, sagen wir mal, triviale Aufgabe, die eigentlich täglich vorkommt oder die häufig vorkommt, dass die in 15 Minuten bewältigt werden kann. Ja? Ist auch aus meiner Sicht eine sehr gute Anforderung, sehr einfach zu überprüfen dann. Und wir haben noch, es lassen sich Videos von YouTube einbinden. Auch da kommen wir unten auf noch eine genaue Spezifizierung. Aber das Allerwichtigste für uns war tatsächlich YouTube. Das ist die primäre Anforderung. Dann gehen wir weiter, Usability in dem Should-Bereich. Es lassen sich Flash-Videos in meine, Entschuldigung, in meine Seiten einbinden. YouTube ist ja oftmals Flash, kann aber auch HTML5 sein. Aber hier ist es auch auf YouTube bezogen, ja, dass YouTube-Unterstützung da ist. Hier geht es um generell Videos, die im Netz in irgendeiner Form sind und die sind halt heutzutage leider noch zum großen Teil in Flash. Kann man jetzt vielleicht auch drüber streiten. Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel von Vimeo oder wie sie die ganzen Portale heißen, halt ein Video einbinden will, dann haben wir das so quasi quantifiziert und das kann man dann auch prüfen. Kann ich jetzt einfach ein Flash-Video in die Seite reinhauen als Redakteur und es dann auch anzeigen lassen? Und ich schaue gerade mal, unter Cut haben wir dann eben das hier. Es lassen sich eigene Videos in den gängigen Formaten. Da sehe ich was so keinen Sinn macht. Ich hatte auch gedacht, achso, ich hatte es noch. Ich muss natürlich die Daten mal aktualisieren. So. Ich habe hier, aha, jetzt habe ich schon ergänzt, was wir gerade hatten, den Punkt. Dann habe ich noch ergänzt, beziehungsweise HTML5-Videos. Und hier habe ich Out-of-the-Box-Support von Videos, das heißt MP4 und WebM. Dabei geht es mir darum, wenn wir diese Dateien selber haben, weil wir zum Beispiel irgendeine Aufnahme gemacht haben, die sollen nicht auf YouTube und dann möchten wir die auf den Webspace hochladen und dort als Datei hinterlegen, sodass der Redakteur das einbinden kann. Oder, das könnte man hier vielleicht auch noch, oder das sollte man hier auch noch hinterlegen, soll der Redakteur selber das hochladen und einbinden können. Ja? Und da kommen dann natürlich diese zwei Formate ins Spiel, weil die von den Browsern out of the box unterstützt werden. Wobei man muss noch zusagen, es geht hier eigentlich um den Codec und nicht um das Containerformat.
Dann hatten wir hier bei Usability oben noch mit der integrierten Rollenverteilung. Das haben wir jetzt an dieser Stelle erweitert, also Rollenverteilung, Admin, Redakteur, und haben auch ein konkretes Beispiel. Ich kann die Rolle Praktikant anlegen, der keine Inhalte veröffentlichen, sondern nur erstellen und modifizieren kann. Das haben wir häufiger, dass Schüler uns helfen, Inhalte einzupflegen. Also wenn es halt viele Inhalte, also lange Texte und so weiter sind. Und dann lassen wir das gern von Praktikanten oder Schülern machen. Und da muss man aber eben nochmal drüber schauen. Und deshalb brauchen wir eben quasi eine Rolle, die wir uns selber so konfigurieren, wie wir es gern hätten. In dem Fall eben, dass er nicht einfach Inhalte veröffentlichen kann. Ja. Damit haben wir quasi diesen ursprünglichen Ansatz, diese ursprüngliche Anforderung, die der Kollege eingetragen hatte. Und zwar war das möglichst flexibel, eine möglichst flexible Rollenverteilung oder Benutzerverwaltung. Ja, das war wieder nicht greifbar. Und da haben wir einen konkreten Fall, der eigentlich auch einfach dann zu validieren ist. Ja, also man sieht schon immer dieses Allgemein versus Konkret, was ich tatsächlich messen kann. Und es muss eigentlich immer bei der beim Anforderungsmanagement mit reinspielen, wie kann ich das in irgendeiner Form dann später messen. Und oftmals sind so diese Verallgemeinerungen Hinweise darauf, dass sich das nicht messen lässt. Also zum Beispiel, wenn man sagt, es soll möglichst einfach sein oder es soll eine breite Unterstützung bieten und so weiter und so fort. So, dann schauen wir, haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Die funktionalen hätten wir also durch. Dann binden wir das ein. Dann kommen wir zu den nicht funktionalen. Hier haben wir bei den Must-Haves einmal die Usability. Interessant übrigens, ne? Funktional sind die meisten aus Usability. Und bei nicht funktional ist im Prinzip nur eines. Und zwar die Ansicht der Seite skaliert automatisch je nach genutztem Gerät. Hier reden wir über diese Mobilgeschichte. Und hier hat der Kollege was ganz Gutes gemacht. Und zwar hat er sich damit beschäftigt, wie machen wir das eigentlich? Soll eine Seite tatsächlich über CSS, für die Nicht-Entwickler quasi CSS, sondern Designsprache, die das automatisch skaliert? Oder geht man da quasi diese Variante, dass wenn mit einem mobilen Browser die Seite aufgerufen wird, dass automatisch auf eine extra mobile Seite umgeleitet wird? Ne? Also hier ist quasi dieser Ansatz, eine Seite für alle Geräte, die aber automatisch skaliert oder speziell für mobile Geräte eigene Seiten. Da der Entwicklerkollege das nicht gewusst hat, was wir da möchten, hat er gesagt, wir müssen bei Marketing nachfragen. Ja, das ist genau richtig. Hier müssen wir mit den Anwendern oder mit den Verantwortlichen eigentlich sprechen, weil die Redakteure können ja jetzt sagen, ja, aber wartet mal, für mobile Geräte möchte man zum Beispiel nicht so viel Text oder zum Beispiel das Bild nicht anzeigen. Deshalb möchte ich dafür eine ganz eigene Seite anlegen, also eine spezielle Mobilvariante anlegen. Wenn das die Anforderung ist, dann müssen wir das dementsprechend hier so abändern. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, nee, wir möchten, dass alle Inhalte immer auf allen Geräten die gleichen sind, nur eben entsprechend skaliert. Und das hier ist eben eine nicht funktionale Anforderung und keine funktionale, weil es hier im Prinzip so um die Qualität geht, und zwar die Qualität eben von den ausgelieferten Seiten. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass ich überhaupt Bilder pflegen kann. Es geht nur darum, dass die Bilder, wenn ich sie gepflegt habe, vernünftig aussehen. Ja? Wir reden hier also von einer qualitativen Anforderung, deswegen nicht funktional. Das war auch noch so ein bisschen verwirrend für den Kollegen. So, dann Wartbarkeit. Haben wir, es existieren mehr als 100 Erweiterungen. Hier war der ursprüngliche Ansatz, es gibt Erweiterungen bzw. Plugins. Jetzt muss man sich nur mal fragen, ja, wenn es nur eine Erweiterung oder nur eine Extension gäbe, dann hat ja das System die Anforderungen erfüllt. Deswegen habe ich das so als Einwand gebracht und hat der Kollege gesagt, ja, dann sagen wir, okay, man mindestens 100 Erweiterungen, das symbolisiert so ein bisschen, da geht auf jeden Fall was. Könnte man vielleicht noch hochsetzen, aber ich denke, mit 100, das passt eigentlich auch ganz gut. Man muss es ja auch später irgendwie rauskriegen, wie viel es tatsächlich sind. Dann, es existiert ein eigenes Forum, in dem der Hersteller seinen Support anbietet. Alternativ kann der Support des Herstellers auf, das kann wahrscheinlich, könnt ihr nicht lesen, der Support des Herstellers auf andere gängigen IT-Plattformen wie Stack Overflow stattfinden. Ja, das fällt auch in den Kontext Wartbarkeit, zudem so ein bisschen Stabilität, Erweiterbarkeit, Analysierbarkeit, Prüfbarkeit gehören. Das ist also ein relativ großer Batschen. Kann man sich, wenn man das möchte, natürlich eigene Kategorien überlegen. Ich habe einfach immer die von Wikipedia, muss ich ehrlich sagen. Die machen auch einen guten Eindruck. In manchen Fällen weiche ich von ab, aber das hat jetzt eigentlich so ganz gepasst.
Und der Hintergrund ist eben der, was man mit dieser Anforderung adressieren will, ist, dass der Entwickler hinten dran, wenn der dann Anpassungen machen muss, weil nur selten wird es dabei bleiben, dass das CMS-System out of the box genauso verwendet werden kann. Und dann braucht eben der Entwickler, damit es eben auch finanziell nicht ausartet, in der Regel Hersteller-Support in irgendeiner Form. Manche Hersteller haben eigene Foren, andere Hersteller sagen, geht bitte auf Stack Overflow, verwendet diesen Tag und wir beantworten es dann. So, und unten drunter haben wir quasi das Ähnliche. Im Forum sind bereits mindestens 100 Beiträge vorhanden. Beim Posten im Forum beträgt die Antwortzeit weniger als 4 Tage. Richtig gute Anforderungen, sehr einfach zu überprüfen. Sehr einfach im Sinne von, man kann es überhaupt überprüfen und muss sich nicht verrenken. Ist natürlich ein bisschen Aufwand, da zu zählen und und zu prüfen, war das so in maximal 4 Tagen beantwortet vom Support. Ja. Und auch das war vorher so, also diese drei Anforderungen, die wir jetzt einzeln gemacht haben, die jetzt auch sehr gut zu quantifizieren sind, war im Prinzip nur eine einzige Anforderung ursprünglich, eben mit, es ist erweiterbar. Ja. Und man merkt schon die Qualität von diesen Anforderungen, wie die sich jetzt unterscheidet. Gehen wir in die Should-Haves, da haben wir die Usability, die Anzeige der Seite funktioniert auch im IE9 ohne Probleme, ist auf jeden Fall ein Should, das könnte man sogar noch diskutieren, ob ein Could. Wie sind wir da drauf gekommen? Wir haben einfach unsere aktuelle Webseite, haben wir mal seit 1.1.2015 bis heute analysiert, welcher Browser wie oft, also welchen Marktanteil quasi an unserer Webseite hat. Und der IE9 kam dann doch noch auf den Marktanteil, von dem wir gesagt haben, das müssten wir eigentlich noch unterstützen. Allerdings kann man auch sagen, ja gut, bis wir das CMS-System gewechselt haben, vergeht noch mal ein bisschen Zeit. Windows 10 ist jetzt gerade raus, dann wird es eh ein paar Aktualisierungen geben. Seltsam ist ohnehin, der Internet Explorer 9, wer den drauf hat, kann in der Regel auch IE 10 machen. Nicht immer, aber in der Regel könnten die auch IE 10 drauf machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es unter anderem Firmen sind, die den IE 10 nicht freigegeben haben, weil er mit den internen Anwendungen nicht funktioniert. Dass sie deshalb noch mit dem IE 9, also die Anwender dort auf unsere Firmenwebseite gehen. Ja. Also, wir haben jetzt erstmal gesagt, wir unterstützen es. Should oder Could kann man drüber streiten. Das lassen wir jetzt mal so. Aber auch sehr einfach zu prüfen, indem man entsprechend eine Seite aufbaut, von der man weiß, dass da IE 9, also dass da IE 9 unter anderem damit Probleme haben könnte. Und wenn es geht, dann ist alles gut. Wartbarkeit. Für das System werden in den nächsten 3 Jahren mindestens Minor Releases angeboten. Und zwar bedeutet das quasi 1.1, 1.2, 1.3. Das ist für uns so ein Indikator dafür, ob quasi die Entwicklung stillsteht. Und dementsprechend, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich hätte jetzt noch die Anforderung an die Webseite, dass sie zum Beispiel ein neues Protokoll oder ein aktualisiertes Protokoll unterstützt oder irgendwie Verschlüsselung oder weiß der Geier. Was ja in der Regel mit solchen Minor Releases sind in der Regel dafür da, neue Funktionalitäten, zwar die aber auch abwärtskompatibel sind, nachzurüsten. Ja. Und ja, oder zum Beispiel, dass es auf dem nächsten Internet Explorer, der jetzt mit Windows 10 rausgekommen ist, halt vernünftig aussieht. Das ist oftmals so ein Minor Release. Und deswegen haben wir gesagt, das sollte das System anbieten, zumindest für die nächsten 3 Jahre. Das könnte man auch so unter Investitionsschutz, ne, ein bisschen zusammenfassen, sage ich gern. Weil wenn das, sagen wir mal, in 3 Monaten nicht mehr weiterentwickelt wird, dann hat man im Prinzip in was Geld investiert und kann im Prinzip das schon wieder wegschmeißen und muss sich wieder ein neues System raussuchen. Zuverlässigkeit. Ich kann das System in mal einer kurzen Testphase nicht gezielt zum Absturz bringen. Das ist im Prinzip selbsterklärend. Auch da könnte man jetzt natürlich sagen, ist das vielleicht noch ein bisschen so wachsweich? Der Entwickler hat mir gesagt, auch wie er das machen möchte, und dann war mir das auch klar. Und ich denke nicht, dass da groß ein System Probleme mit haben wird, aber er hat schon recht, man muss es mit aufnehmen, Zuverlässigkeit, weil es doch ab und zu mal er schon ein System erlebt hat, wo dann das Backend einfriert, wenn man Daten einpflegen, ist alles weg und so weiter. Und ja. Dann Could-Haves noch zum Schluss, und zwar Sicherheit für das System steht ein Long-Term-Support von mindestens 2 Jahren zur Verfügung. Darin sind auch Security-Patches enthalten. Was bedeutet das? Long-Term-Support, einfach auf der englischen Wikipedia nachschauen, was das genau bedeutet. Es geht hier primär um Sicherheit, also dass Security-Patches weiter zur Verfügung stehen. Das ist implizit im Long-Term-Support. Das haben wir nur nochmal einfach der Klarheit halber aufgeschrieben. Im Prinzip
könnte man da auch drüber streiten, ob das could oder nicht should have sein sollte. Da muss ich vielleicht morgen nochmal mit dem Kollegen reden. Das Problem ist, dass es ja durchaus Produkte gibt, die werden kontinuierlich aktualisiert, die kriegen auch immer ihre Security-Patches, nur kann man, gibt es dort keine Version, von denen sie sagen, okay, die Version 1.3, die werden wir jetzt 3 Jahre lang supporten, im Sinne von immer die Sicherheitslücken stopfen, sodass man als Entwickler sagen könnte, okay, wir setzen jetzt das System ein. Das reicht uns mit den jetzigen Anforderungen, das muss nicht mehr können. Ich möchte möglichst wenig Aufwand mit haben, einfach um auch Geld zu sparen. Die Wirtschaftlichkeit steht im Hintergrund. Und aber natürlich müssen wir, braucht man, wenn es dann ein großes Sicherheitsproblem gibt, was ja durchaus in 3 Jahren mal auftauchen kann bei einer Version, dann möchte ich zumindest ein Security-Update dafür zeitnah erhalten und dafür gibt es diese Long-Term-Support-Version. Mehr Infos, wie gesagt, auf Wikipedia. Usability, es stehen Tutorial-Videos für Redakteure zur Verfügung. Ja. Spricht auch für sich selbst, aber hier, wenn jetzt der ein oder andere, der es jetzt hier zugeschaut hat, vielleicht auch sagen, ja, wie tut ihr das jetzt wieder quantifizieren? Weil es fehlt ja so eine Zahl. Das sollte man an der Stelle noch machen. Auch das spreche ich vielleicht noch mit dem Kollegen ab. Oder es stehen, sagen wir mal, 10 Tutorial-Videos für Redakteure frei zur Verfügung. Ja, machen wir mal so rum. In der Regel ja YouTube oder so, ne, wo der Hersteller einen entsprechenden Channel für sein Produkt hat. So kenne ich es zumindest. Und Wartbarkeit, es existiert ein deutschsprachiges Forum, auch sehr einfach zu prüfen. Das Forum wieder bezogen auf die ursprüngliche Definition von Forum. Man merkt schon, could, ist nice to have. Natürlich ist es nice to have, dass es deutschsprachig ist. Ich meine, die meisten sprechen zumindest so gut Englisch, damit sie das artikulieren und hier Support quasi holen könnten, zumindest auch bei uns in der IT. Und deswegen auf jeden Fall ein could. Lediglich über die Sicherheit müssen wir drüber reden, ob ein Could ausreicht. Ich meine sogar, dass es von mir kam, das Could, weil es ja so ist, es könnte durchaus ein gutes Programm sein, was kontinuierlich gepflegt wird, nur dass es einfach die Firma aus was weiß ich für Gründen keine LTS-Versionen anbietet. Ja. Und wir möchten damit nicht gleich ja, das ausschließen. Ja. Weil auch wenn es oft aktualisiert wird, ist ja auch was Gutes. So, und dann gibt es ein Constraint. Das System ist gratis erhältlich. Normalerweise sind Constraints feste Barrieren. Deswegen gibt es ja eigentlich kein Could und Should und so weiter. Eigentlich ist es so Must. Ne? Der Kollege hat es eben Kosten mal erfasst. Das System ist gratis erhältlich. Es ist auf jeden Fall weder funktional noch nicht funktional, es ist ein Constraint definitiv, obwohl der eigentlich so wachsweich ist, weil das ist für uns mit Sicherheit kein Ausschlusskriterium, obwohl Constraints Ausschlusskriterien sind. Ja, da weiß ich jetzt selber ehrlich gesagt nicht, wie man das eigentlich saubererweise hier einfügt. Ich habe es jetzt einfach als Constraint deklariert und als ein Could-Constraint deklariert, dass es das gratis erhältlich ist, weil es für uns eigentlich eher sekundär ist. Natürlich, wenn jetzt zwei Systeme Kopf an Kopf sind, das eine ist kostenfrei und das andere nicht, dann macht man das rein. Ich hätte vielleicht hier sogar an der Stelle noch reingebracht, dass es Open Source ist, als could have. Ja, das kann auch nicht verkehrt sein. Ja, so viel mal hierzu. Was ihr vielleicht mitnehmen könnt, was interessant eben an Redakteursystemen ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare reinschreibt, wenn ihr sagt, oh, wäre das und das noch nicht ein wertvoller Punkt, wo ich dann mitnehmen kann. Ich möchte auch gerne was lernen. Oder wenn ihr andere Ansätze habt für Anforderungsmanagement. Ich hoffe, es ist alles rübergekommen. Wichtig beim Anforderungsmanagement, Kriterien oder Anforderungen definieren, die auch sich in objektiver Form prüfen lassen. Ja, ja und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, einfach gern Feedback in die Kommentare. Tschüss.